Whoa. Bevor ich dann noch durchrenne, lieber abschalten. Okay, das geht also nicht mehr. Dafür habe ich keinen. So. Damit habe ich die Sachen ja erledigt. Ich habe hier eine leblose Person, vermutlich ohnmächtig. Over. Oh, Scheiße. Wieso versau ich's mir da jedes Mal? Ich weiß nur, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Oh Gott. Brauchte ich ewig, um hier durchzukommen. Wenn man sich jetzt das ansieht, wie schnell es jetzt geht, großer Unterschied. Ach, das ist dieser Computer wieder. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Ach, das war die. Ja, ja. Dann dauert's ja nicht lang.
damit da jetzt den Code. Ah, cool. Habe ich die ganze Zeit also schon falsch gemacht. Oh. Hier bin ich dann versemmelt. Ja, komm her, mein Freund. Lass dich K.O. schlagen. Ich hab hier eine Nee. Scheiße. Nochmal laden. Außerdem, die ist nicht leblos, die Person, du Arsch. Wieso behaupten die immer, die Person ist leblos? Bei mir zumindest neu. Perfekt. So, dann mach ich hier mal K.O. Jetzt kann ja niemand mehr sagen, ja, da lag eine leblose Person. Oder liegt, oder was weiß ich was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht, was ich vorhabe. Da war nicht kurz mal feindselig, aber solange sie nicht schreien oder so, ist mir egal. Wir brauchen nur neue Mikros.
Dann bin ich hier durch. Oder hier irgendeinen Computer übersehen, also. Wo Computer sowieso so unwichtig sind eigentlich. Ja, wie soll ich hier durch? Ich da schon gehackt. Hier noch ein Computer? Zwei Computer sogar. Aber ich glaube, ich habe die schon gehackt gehabt. Gehackt, gehackt. Ja, hatte ich schon. Chicane, ich rücke auf Ruckers Position vor. Haben Sie die Koordinaten? Ich schicke sie Ihnen, sobald mein Kaffee leer ist. Lassen Sie mich nicht hängen, Chicane. Kümmern Sie sich um Ihr Ziel und seien Sie vorsichtig. Er ist gefährlich. Abwarten. Geld habe ich leider nicht gekriegt. Unbewaffnet. Sie verstehen sicher, dass mir Ihr Wort nicht reicht. Bitte akzeptieren Sie meinen letzten Wunsch und töten Sie auf dem Weg nach draußen nicht noch mehr meiner Leute. Ihr einziges Verbrechen ist Ihre Loyalität zu mir. Sie wirken gar nicht überrascht. Bin ich auch nicht. Nach den Bomben am Bahnhof war klar, dass jemand kommen würde. Setzen Sie sich. Bitte. Das ist kein Besuch zum Tee, Rucker. Ich werde Sie verhaften. Wir kämpfen für die Rechte der Augmentierten. Verbreiten unsere Botschaft, bieten Unterstützung. Die ARC ist eine gewaltfreie Organisation.